Das ist Karton, ganz ordinärer Karton, Verpackungsmaterial im Prinzip. Das ist Müll, was man ja eigentlich entsorgt. Und diesen Karton behandle ich dann mit Eisenoxid und so weiter und dann bearbeite ich das dann, so wie Sie das jetzt sehen. Zum zweiten Material, das ist Bleifolie, die ich aus den Schrottplätzen hole. Die gehe ich so alle 2, 3, 4 Wochen und gucke mal, was neues Material gibt, weil das sind alles benutzte Teile, die aus Abbruch da in die Tonnen kommen. Innen der Kern ist Karton, auch Karton, also auch Wegwerfmüll sozusagen. Und dann bearbeite ich dann das Gerippe oder das Gestell mit der Bleifolie. Ne? Die wird dann so geklebt und bearbeitet noch. Aber nicht farblich oder so, sondern es kommt nur das, wie ich das in die Hand nehme und wie ich es aus dem Recycling nehme. Kommt es da drauf. Es wird sonst nicht irgendwie farblich oder sonst irgendwie bemalt oder sowas. Also wenn ich eine neue Stele machen will, dann setze ich mich hin und schließe die Augen und habe die, von meinen geistigen Augen habe ich die Form, welche Stele oder welche Form ich benutzen will oder wie ich die machen will. Dann setze ich mich hin und rechne eigentlich nur aus, wie hoch die ungefähr wird. Ich kann das so mir vorstellen, so und so hoch muss diese Form sein. Und Sie sehen, das sind Segmente, die Stelen sind in Segmente aufgeteilt. Und dann sind die immer relativ gleich, zwischen 35 und 40 cm eine Stele. Und dann weiß ich ungefähr, dann kappe ich die, wenn es zu hoch wird, wenn ich die mir anders vorgestellt habe, dann sage ich, nee, dann schneide ich eine weg. Das ist die einzige zeichnerische Vorarbeit, die ich da mache, sonst gar nichts.